Hallo Leute, bevor das Video beginnt, noch kurz. Wir haben ja jetzt die Hinrunde, hatten wir. Der NPL und jetzt ist leider unsere Leitung, also von ihm kam Nuki, ist rausgegangen. Deswegen mussten wir etwas einen neuen Namen finden. Und außerdem gab es schon eine NPL. Ich bin nicht ganz sicher, wie sie das, diese ganze Name heißen würde, aber es ist ja von Pokevisa-Fans gemacht und deswegen wollten wir den Namen ändern und wir heißen jetzt neu CPL. Im Video, das gleich kommen wird, werde ich das falsch sagen. Das tut mir leid. Ich mache das jetzt nach der Aufnahme des nachkommentierten Kampfes. Ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Auf jeden Fall, CPL steht jetzt für Competitive Pokémon Liga und da muss ich noch schauen, ob ich da dem Namen würdig werde. Ich hoffe schon. Ich denke schon, einigermaßen. Auf jeden Fall konnten wir auch noch 5 Pokémon wechseln. Und ihr seht auch, mein Team hat sich deutlich verändert im Vergleich zur Hinrunde. Wir haben 5 neue Pokémon bekommen. Nämlich unser Mega hat sich geändert, weil wir haben jetzt stationäre Megas, die wir... Das heißt, jeder hat sein persönliches Mega und nicht mehr alle über die ganzen Teams verteilt. Wir hatten, glaube ich, auch sowieso nur 1 oder 2 Megas, die doppelt waren. Das heißt, einen großen Wechsel gab es hier nicht, aber ich musste mein Yanzi wechseln und habe jetzt mich für Mega Voltenso entschieden. Dann habe ich noch Kyurem rausgenommen für Demeteros Team und leider musste uns auch unser liebes Dingens verlassen. Moment, ich komme schon drauf, keine Angst. Mein Hirn ist ein Sieb, meine Güte. Ich komme echt nicht auf das letzte Teammitglied, das wir hatten. Das habe ich für Boreos rausgetan, das ist hier auf dem Bild falsch. Das hat Zelos verkackt, egal, nicht so schlimm. Eigentlich, mir muss doch mein letztes OU-Pokémon ein... Ah, Fiaro ist rausgekommen, genau. Und Mahupa haben wir immer noch drin. Da ist noch dazugekommen Bichu, ein relativ starker Late-Game-Sweeper. Ein Fostelka kam auch noch rein und rausgegangen sind, glaube ich, Lashking. Und, mein Tontoxa. Gut, das waren eigentlich alle Switches, die ich gemacht habe. Mehr müsst ihr eigentlich auch nicht wissen von meinem Team. Und dann starten wir jetzt gleich in den Kampf. Also ich werde mich gleich nochmal, Hallo sagen. Bitte startet euch nicht an dem. Ist nicht das Ende der Welt. Bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen auf Schwandi Gaming zum 12. Spieltag der CPL. Wir spielen heute gegen Lukas Kantreizer. Mir fällt gerade sein Kanalname nicht ein, aber den habt ihr sicher auf dem Thumbnail garantiert und im Videotitel. Deswegen ist das jetzt hier auch nicht so fatal. Ich hoffe, ich mache vor diesem Part noch ein kurzes Teamvorstellungsvideo. Habe ich eigentlich vor. Da habt ihr mein Team kennengelernt. Und ihr seht auch gleich, wir haben... Unsere fünf neuen Pokémon haben wir gleich hier auch im Kampf dabei. Das Fostelka haben wir dazu gekauft. Dann ein Demeteros T. Ein Mega Voltenso, das jetzt neu unser Mega ist. Weil Lukas wollte unbedingt sein Mega behalten und ich dachte, ja, ich will jetzt sowieso etwas mein Team verändern und das kann ich auch gleich benutzen, um jetzt mir etwas eine andere neue Teamstruktur dazu zu überlegen. Und natürlich unser vierter Tausch, Boreos, ist auch dabei. Das einzige Pokémon, das ich getauscht habe, das jetzt hier nicht dabei ist, ist Bichu. Aber das werden wir sicher noch auch in einem anderen Kampf sehen. Ihr seht auch gleich, warum ich es jetzt hier nicht dabei habe. Es ist langsamer als Snibuna, nimmt von Eiszapfhagel viel Schaden. Gegen Viscoron wäre es gut, gegen Yanzi Mittel, wenn es Garft ist, dann ist es gut. Aber ja... Doch, gegen Yanzi könnte es gut was reißen, aber nach Tara und Amoongus wären hier auch im Gegnerteam ein Problem. Und er hatte auch ein Zapdos, das er theoretisch einsetzen hätte können. Und dann wäre Bichu echt nicht zu brauchen gewesen, weil nach Tara der Schutzschild und Amoongus resistet die Attacken von Bichu und nimmt extrem wenig Schaden auch von 10 Kopfstoß, auch wenn ich das drauf habe. Das heißt, es war hier auch keine Möglichkeit, das mitzunehmen. Und ich brauchte auch Checks gegen gewisse Pokémon, vor allem gegen Yanzi, Snibuna, Panferno, die mir echt gefährlich hätten werden können. Gut, das war es auch für diese Team-Preview. Ihr seht, wir haben noch ein Rotom Heat und ein Turbarium dabei, das wir ja schon seit relativ langem dabei haben.
Überraschenderweise habe ich das Rotomid nur bisher nur gegen Lukas eingesetzt. Ich hatte es jetzt 11 Spieltage lang einfach nicht eingesetzt. Moment, 10 Spieltage, bei dem ersten habe ich es eingesetzt. Aber egal. 10 Spieltage war es jetzt auf der Bank und hier kommt es zurück. Habe ich jetzt hier vor allem gegen Zapdos eingepackt und ist ein Erholungsschlafrede-Set mit Voltwechsel und Toxin und soll auf Zapdos das Toxin bringen, weil das etwas ein Problem für mein Team war. Er hat jetzt hier zum Glück nicht dabei. Das heißt, es wird etwas einfacher für mich. Also, er wird sich wahrscheinlich eine andere Strategie überlegt haben, als die, vor der ich Angst hatte. Gut, auf seiner Seite kurz noch. Wir sehen ein Panferno, ein Nachtara, ein Aungus, ein Diancie, ein Viscogon und ein Snibona. Relativ interessant, das Viscogon, weil das sieht man nicht so häufig. Also auch im Juju ist nicht das der stärkste Drache, aber ist extrem gut, speziell defensiv und deswegen sicher benutzbar. Gut, schauen wir direkt in den Kampf gegen Lukas. Wir haben jetzt schon das Team-Matchup gesehen auf seiner Seite. Er leadet nämlich, hat mein Fortress, meine Güte, mein Fortress-Lead perfekt predicted oder das ist auch ein Lead in Firename, das heißt mit etwas anderem zu leaden wäre ihm auch gar nicht möglich gewesen. Deswegen gehe ich jetzt hier direkt in Rotom und er kann schön safe die Tarnsteine rausbringen, weil ich hier gar nicht drin bleiben kann. In dieser Runde gehe ich direkt wieder für Voltwechsel, um mir das Momentum zu beschaffen. Ist auch meine einzige offensive Attacke. Das Toxin wäre jetzt hier unglaublich cool gewesen, aber für das bin ich auch jetzt nicht gegangen. Direkter Voltwechsel wieder raus, macht dem Diancie ganz guten Schaden. Ihr habt vielleicht schon in der Team-Preview gesehen, dass mein Vagavolt-Tensor relativ gut ist in diesem Kampf. Und da Panferno nicht gescarft ist, ist er auch schneller als sein ganzes Team. Bei Scarfs und Mibunas spielt man nicht. Und er geht natürlich direkt hier in deiner Mega-Entwicklung und haut einen Diamantsturm raus, weil ich relativ wenig Switch-Ins in diesem Move habe. Mein Kobalion könnte ich da reinwerfen, aber auch das hätte ich Angst vor den Erdkräften und dem Hidden Power Fire. Ich halte sie auf den Turbodreher gehen und gleich die Steinchen wieder wegspinnen. Er geht jetzt hier nochmal für den Diamantsturm und ich weiß gar nicht, was hier die Chance. Gut, ich war kurz weg. Ich glaube, man hat das im Hintergrund gehört. Egal. Wir machen das einfach weiter. Ich nutze es diesmal, um für den Voltwechsel zu gehen. Wollte mir die Salakberry, also nee, nicht die Salakberry, es war die Schukebeere, die aktiviert wird, sobald man unter 25% der KP ist und dann den Erdschlag bekommt, noch aufsparen, um eventuell Nightheiler gegen Nachtara oder Viscogon rauszubekommen. Gegen Viscogon wäre es natürlich super. Und das wäre super. Aber hier kann ich jetzt safe in Kobalion gehen. Er geht hier für das Schutzschild. Will noch schauen, was für ein Kobalion ich bin. Aber ich gehe hier safe für den Eisenschädel. Will jetzt hier auch nicht predikten, weil die HP Fire wäre problematisch. Er geht direkt in Infernape. Mich etwas überrascht, weil ich hätte auch Nahkampf drücken können. Aber ich wollte hier safe Diancie ausschalten. Deswegen bin ich auch nicht für den Nahkampf gegangen. Weil Nahkampf hätte nicht unbedingt reichen müssen. Ich opfere jetzt mein Fortress. Wenn er hier nochmal auf Tarnsteine gegangen wäre, hätte ich die nochmal wegspinnen können. Direkt mit der Schukebeere heißt sie, glaube ich. Jetzt mache ich ein Missplay. Ich gehe jetzt hier nochmal in Rotom. Leider weiß er schon, dass ich mit Rotom nicht viel machen kann. Ich wollte eigentlich in Boreos gehen. Das wäre der deutlich bessere Play gewesen. Und hätte hier direkt für Psychokinese gehen können. Weil Panferno ist auch schon angeschlagen, so wie ich weiß. Das heißt, der Fokusgurt ist auch schon gebrochen. Geht jetzt hier in Boreos rein. Aber jetzt habe ich leider die Tarnsteine auf meiner Seite. Und das hätte ich verhindern können. Hier gehe ich wieder für Kehrtwende, um mir das Momentum zu sichern. Er geht hier nach Tara. Ah nein, ich gehe auf Psychokinese, genau. Ich habe nicht den seinen Switch predicted, weil er, naja, er ist drin geblieben gegen Kobalion mit Tempo Heap. Das hätte nirgends gereicht und das wäre auch das Ende von seinen Panfernen gewesen. Ich bin rausgegangen, weil ich wusste, Nahkampf und Flammenwurf macht einen Riesenschaden. Hier muss ich kurz pausieren, weil jetzt kommt eine relativ dumme Sache an diesem Kampf. Ihr seht Landris, ich habe es gebandet gespielt. Ich dachte nicht, dass er hier wirklich auf Schmarotzer geht, weil der Switch in Kobalion war so offensichtlich. Ich hätte den Angriffsboost bekommen und hätte hier einfach auf Zen-Kopfschuss gehen können und dann auch das Amulgus killen können.
Das heißt, hier auf Schmarzo zu gehen, habe ich ihm echt ehrlich gesagt nicht zugetraut. Aber das ist auch das, was er hier tut, direkt für Schmarotzer, und haut meinem Landorus extrem riesen Schaden rein. Das ist noch nicht das Ende der Welt. Aber ich habe auf diesem Landorus Erdkräfte statt Erdbeben drauf. Auf einem Banded Landorus. Ihr seht, extrem dumm. Leider ist der Fall, dass Landorus hier einen Kill bekommen hätte. Erdbeben hätte nach Tara auf dieser Range wahrscheinlich eventuell schwer beschädigt. Also das heißt, Natara wäre de facto tot gewesen und ein anderes Pokémon hätte er hier auch nicht reinwechseln können, weil er hat sein fliegendes Pokémon dabei. Ich glaube sogar, dass Erdbeben hätte auf dieser Range schon gereicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Leider geht auf die Kehrtwende und dieser Crit war leider, hat gemeldet. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Erdbeben gereicht hätte auf dieser Range. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt hier das Glück, das heißt, da hätte ich mich mit Wunschtraum hochheilen können und ich hätte, oh, das wäre Starlink geworden. Auch wenn er meinen Boreos eigentlich nicht töten könnte. Geht's hier direkt in Weavile? Hier war ich kurz davor, auf Kehrtwende zu gehen, weil er im vorherigen Spiel extrem oft auf Verfolgung gegangen ist mit seinem Sibuna. Aber ich bin safe geblieben, direkt in Corbalium rein. Wenn dieses Sibuna kein Fußkick kann, wollte das Corbalium das Nibuna zu 100%, und der Fußkick wird er in dieser Runde auch nicht gehen, weil er wird jetzt Nibuna nicht direkt in dem ersten Zug, in dem es drin ist, aufs Spiel setzen. Ihr seht, der Eiszerfall macht keinen Schaden. Er geht jetzt ja auch nicht auf Abschlag, weil ich würde ihn einfach killen. Hier habe ich den Switch-Out. Nee, ich habe nicht den Switch-Out predict. Ich bin einfach auf den Nahkampf gegangen, denke ich. Nee, für Voltwechsel. Ich habe den ganzen Kampf nicht mehr ganz im Kopf. Es sind 32 Züge und ja. Jetzt hier wieder in Boreos rein. Hat bisher noch keine Attacke abbekommen, Tornadus. Und geht natürlich direkt für Kehrtwende, weil die Kehrtwende reicht aus für das Panferno, um zu killen. Ihr seht, auf seiner Seite ist jetzt Down. Blatt vom Voraus. Auf seiner Seite ist jetzt Panferno Down. Also und nach Tara. Das heißt, Mega Voltenso wird hier relativ guten Job leisten können, weil Nachtara down ist. Jetzt muss ich nur noch Viscogon down bekommen. Da geht es hier auch in Diancie rein. In meine Rotom relativ safe. Hier bin ich direkt in Cobalium gegangen, weil ich habe gehofft, dass er nicht die Erdkräfte drauf hat, die er wahrscheinlich eventuell auch nicht drauf hat, weil er in diesem Zug nicht auf die Erdkräfte geht, also in dem darauf folgenden. Ich sehe, der Diamantsturm macht keinen Schaden. Moment, nein! Ich war sogar noch schlauer, als ich gerade denke. Auf jeden Fall, ich gehe in diesem Zug, nämlich in Boreos raus, um die Erdkräfte zu predikten. Boreos hatte auch den Eisenschweif drauf, das heißt, er hätte hier Diancie one-hitten können. Und dieses Matchup ist jetzt relativ cool für mich, weil ich kann safe auf den Orkan gehen und diesem Amoongus riesen Schaden reinhauen. Ihr seht, es macht 85%, 90%. Habe etwas Glück, bekomme die Verwirrung. Aber er schlägt sich leider nicht selbst mit der Verwirrung, das wäre eigentlich etwas fies gewesen. Und bekommt hier Safety und schön die Pilzspore raus. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, Amoongus ist relativ weit down, das heißt, es ist relativ gut. Ich kann es jetzt mit 12 Kopfstößen, wenn man das so sagt, killen von meinem Cobalion. Geht es hier direkt in Goodra? Hat mich extrem überrascht, warum geht er in Goodra hier? Weil, naja. Aber ich habe Glück, ich bekomme den First Turn Wake Up und kann direkt auf Kehrtwende auf die Goodra gehen. Und jetzt hier in Rotom Heat, weil ich nicht genau wusste, was er hier eigentlich machen will. Und Rotom auch mein Pokémon war, das ich am ehesten opfern wollte. Er geht aber wieder auf das Erdbeben. Ich habe keine. Ah, der hat Ding predicted, Cobalion. Deswegen ist er aufs Erdbeben gegangen. Hier habe ich mir schon gedacht, dass es eventuell ein physisches Goodra ist. War ich etwas überrascht. Geht es hier direkt in Weavile. Und ich gehe natürlich wieder für einen Voltwechsel. Mit auch den Safe einen Slow Voltwechsel rausbekommen gegen das Viscogon. Das heißt, Viscogon hätte meinen Rotom angegriffen und dann hätte ich langsam in ein anderes Pokémon wechseln können. Das heißt, das Problem wäre hier nicht so groß gewesen. Hier gehe ich für den Zen-Kopfstoß, weil mir klar war, er muss hier raus. Er ist schon mal nicht für den Fußkick gegangen und deswegen wird er es auch hier nochmal machen.
Leider misst der Zen-Kopfstoß hier. Das wäre ein Tool gewesen. Und Cobalion hätte wahrscheinlich das Game jetzt hier vollkommen beendet. Aber zum Glück habe ich jetzt hier noch mein Mega Voltenso. Und das kann ich jetzt hier endlich. Nee, mache ich nicht. Ah, Moment, ich hatte die Pilzspore noch nirgends abgefangen. Rezi für Pilzigersaugum. War ich glücklich, dass er hier nicht für eine Attacke gegangen ist. Er wollte wahrscheinlich schauen, wie der seinen Kopfschuss macht, weil er wusste, dass es nicht viel macht. Aber es wäre ein Turret gewesen. Und ich habe jetzt hier die Pilzspore predicted und wollte einen Sleepfodder reinholen. Natürlich. Und gehe jetzt hier wieder raus und ich bekomme schön die Erholung raus. Was natürlich sehr, sehr cool war für mich, weil jetzt kann er nicht mehr Pilzspore einsetzen wegen der Sleepclaws, weil nur ein Pokémon pro Team eingeschläfert werden kann. Und ich habe hier auf diesem Pokémon Schlafrede drauf. Das heißt, das Problem mit dem Schlaf ist noch nicht so ein Problem. Hier habe ich gehofft, dass ich auf den Volt wechseln kann. Und ihr seht auch, das ist ein Bandit Scooter. Sehr interessantes Set. Aber ich habe hier Glück und bekomme mit der Schlafrede den Volt wechseln und kann so direkt wieder raus in mein Landris rein. Hier habe ich noch überlegt, ob ich Fliegen drücken soll, weil das ist auch eine Attacke, die ich drauf habe. Aber das hätte Dianzi zu wenig Schaden gemacht und deswegen bin ich hier safe auf die Steinkante gegangen. Das heißt, auch das Erdbeben natürlich, wenn ich es drauf gehabt hätte, hätte in dieser Range schon gereicht. Und damit geht auch das Scooter down. Ihr seht, er hat jetzt noch Snibuna, Dianzi und Amoongus und alle Pokémon sind relativ angeschlagen. Ich wollte aber meinen Landris noch aufsparen, weil sobald Dianzi weg ist, kann ich, wenn ich safe reinkomme, mit Fliegen sofort ein Pokémon ausschalten. Amoongus oder Weavile. Und wenn er Weavile in das Fliegen reinwechselt, ist es tot und Amoongus auch. Das heißt, ein Problem weniger. Geht's hier mit Eissplitzer? Weavile ist durch Tarnsteine und Leben auch schon extrem weit. Und in dieser Runde gehe ich, denke ich, für den Nahkampf oder für den Eisschild? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube für den Voltwechsel. Der Voltwechsel wäre gut. Ja, gehe ich. Sehr gut. Und ihr seht, dass der Mungus das relativ wieder voll. Das heißt, der Orkan, der getroffen hat, hat jetzt auch nicht wirklich viel ausgemacht. Und jetzt kann ich endlich safe mein Mega Voltenso hier reinbringen. Den ganzen Kampf über konnte ich sie nie richtig reinwerfen. Gegen Snibuna wollte ich es nicht reinbringen. Eiszerfall macht Riesenschaden. Dianzi, keine Idee, weil ich langsamer bin vor der Mega-Entwicklung. Und jetzt kann ich endlich Flammenwurf drücken. Es sind noch Snibuna, Dianzi und Amoongus übrig. Dieser Flammenwurf macht Riesenschaden. 99%, weil es ein Crit war. Aber der hat nicht gemeldet, weil der Flammenwurf macht 66%. Das heißt, er wäre jetzt hier ungefähr auf 53% Schaden hätte er bekommen. Hier muss er raus. Das heißt, er hätte noch 23% ungefähr Schaden, also 25% Schaden auf Amoongus gehabt, mit den Tarnsteinen vielleicht etwas mehr. Der Flammenwurf reicht natürlich nicht für das Dianzi, aber ich bin schneller als das Dianzi, zum Glück. Und kann es hier mit dem Donnerblitz ausschalten. Und ihr seht, mein Gegner ist ein Riesenproblem, weil er hat noch Snibuna und Amoongus und da kann er nicht mehr viel machen. Hier geht er noch ins Snibuna, weil er gehofft hat, vielleicht habe ich die EVs verkackt, seine letzte Chance hier den Kampf zu gewinnen. Aber ich bin dann genau ein Punkt schneller als das ein frohes Snibuna mit meinem Mega Voltenso. Also habe ich die EVs nicht verhauen und kann es jetzt hier ausschalten. Und er geht in sein letztes Pokémon Amoongus. Seht, der Crit mattert ihn am Ende überhaupt nicht, weil zwei Flammenwürfe hätten hier immer in jedem Fall ausgereicht. Er hätte Pilzspore nicht einsetzen können und Gigasaugo wie auch Matschbombe hätten nicht ausgereicht und natürlich mein Boreus hätte ihn bei lebendigem Leibe gegrillt und natürlich auch mein Landorus mit Fliegen hätte das Amoongus locker ausschalten können, wobei ich nicht mehr ganz sicher bin, ob es nochmal Tarnsteine überlebt hätte, bin ich mir gar nicht ganz so sicher. Ja gut, das war's jetzt für diesen Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, wir gewinnen den nächsten Spieltag wieder. Das war's für diesen Spieltag und bis zum nächsten Mal. Willkommen in Erdkart, links Video, rechts Video. Links letztes NPL Spieltagsvideo, rechts ein anderes Video, das euch interessieren könnte. Das sind wir in Kampfpflanzer unterwegs mit nur Pokémon, die Explosion können. Leider bekommen wir relativ wenig Explosionen im ganzen Part raus.
Aber wenn euch das besser und mehr interessiert, dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Und zum Metacross könnt ihr abonnieren, wenn ihr das wollt. Bis zum nächsten Mal.